Unter diesem Blätterdach haben wir heute Nacht genächtigt. Da unten drunter. Gerade hier ein bisschen gefrühstückt. Und jetzt machen wir uns weiter. Richtung Verona, Venedig. Sind gut voll, wir haben uns beim Lidl richtig gegönnt. Und also richtig. Könnten gerade einfach pennen. Ja. Bene. Oh, beh, io te lo devo dire. Un po' anche a loro, dai. Cioè? Chi è che lavora con mio dai, tuo rappresentante? No, 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 questo qui sto malmessa. Di Cuneo. Also relativ interessant hier. Da steht extra No Autostop. Wir stellen uns mal hier hin, in der Hoffnung, dass es hier noch erlaubt ist. Und hoffen, dass uns jemand mitnimmt. Eben gerade sind wir in einem fetten CLS 350 mitgefahren. Das war wirklich, wirklich sweet. Eine Stunde später. Alles scheiße hier. Wir warten ja schon seit gefühlt 3 Stunden. Also wir stehen hier jetzt seit einer guten Stunde. Ein paar Leute, die uns mitnehmen würden, fahren gefühlt alle nach Milano. Und wir stehen mitten in der prallen Sonne. Wir kippen um, unsere Beine sind bald bei den Ohren angekommen. Eine Stunde später. Wir sitzen hier im Auto mit den drei netten Mädels und der Jolta ist mal dran mit reden, weil er Spanisch kann. Endlich bin ich mal raus. Das ist richtig cool. Yeah. Do you want to say something in Spanish or however? Yo soy ecuatoriana, hablo solo español, pero no les entiendo nada. Aus Ecuador. Ah, aus Ecuador, nice. And where are you from? Io sono italiana. Mm-hmm. È stato un piacere trovarvi e portarvi a Venezia. Nice. And you? Io? Habla lo que tu quieras, anche in español. Soy ecuatoriana. Igual, un placer conocerte. Really nice. That's a fun trip. And all, die ganzen Rucksäcke sind hinten im Kofferraum drin. Dass das überhaupt passt, ist ein Wunder. Wir zwei sind in Venedig angekommen, badam. Aber es ist übertrieben voll. Ich meine, das ist bei dem Wetter normal. Wir sind ja auch hier. Wir suchen jetzt einfach mal ein schönes Plätzchen, wo wir erstmal was essen können, bevor es weitergeht. Am Anfang sieht es etwas seltsam aus, ist nicht ganz so, wie man erwartet, aber wenn man reingeht, ist es direkt so, wie man sich das vorstellt. Traumhaft. So, richtig nice. Wir sind hier gerade in der Area angekommen, wo einfach nahezu kein Tourismus ist. Also wenn man hier rumguckt, keine Sau. Nicht nur wir, vielleicht ein paar Einheimische. Wir wissen zwar auch wirklich nicht mehr, wo wir sind, sondern folgen nur noch der Orientierung zurück. Aber das hier ist so richtiges
Leben in Venedig quasi. Wenn man nicht an diesen Flüsschen ist, sag ich mal, dann denkt man auch gar nicht, dass man wirklich in Venedig wäre. Sagt die Olta auch immer. Ja, weil irgendwie sieht es nicht so markant aus ohne diesen Fluss. Also Venedig stellt man sich ja immer mit Fluss vor. Okay, okay, geht's hier noch weiter? Ah ne, rechts geht's weiter. Ja. Da hast du schon Pisse gehört. Ja, wir sind jetzt hier in einem Park in dieser Stadt vor Venedig, Maestro oder so heißt die, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Jedenfalls sind wir sowas von im Arsch. Wir sind einen halben Tag rumgerannt. Ach, wir waren heute Morgen noch am Gardasee, richtig. Dann haben wir ewig gewartet und dann sind wir durch Venedig gerannt, kreuz und quer, ohne Plan und ohne Ziel. Haben dann ewig noch gewartet, dass uns von Venedig jemand mit wegnimmt. Es wollte uns keine Sau da mitnehmen, dann sind wir im Bus gestiegen. Nachdem der an keiner Haltestelle anhält, wir wollten nur eine weiterfahren, frage ich so einen Typen, wann der wieder anhält. Und dann sagt er irgendeinen Ort, den ich nicht kannte. Und dachte ich so, ach du Scheiße. Und dann hat er, wir sollen eine Busfahrerin fragen. Und die hatten uns dann random irgendwo hier in dieser Stadt mitten rausgelassen. Wir haben eigentlich keinen Plan. Und haben auf der Karte angeguckt, wir haben richtig Glück. Und zwar ist es direkt an der Autobahn, die hört man, die ist quasi dort. Und hier ist so ein Park, der und hier laufen ganz viele komische voll von asozialen kleinen Kindern ist. Aber hier in diesem Park werden wir heute Nacht einfach nächtigen und morgen dann auf die Autobahn uns Richtung Salzburg zu machen. In dem Sinne ein anstrengender Tag, aber irgendwie auch einfach ein geiler Tag. So, erstmal ein Riesendank an Jolta, der kann nämlich mal zeigen. Wir lernen gerade fleißig für mein Examen im Herbst. Und währenddessen habe ich per Zufall, da sind unsere Rucksäcke, hier im Park, das ist übrigens der Park, entdeckt, wo wir heute Nacht pennen. Und zwar dort. Seht ihr diese Mauer da? Warte mal, wie kann ich denn hier rein? Da. So. Und dort hinter werden wir pennen. Das ist perfekt. Da sieht man uns nicht. Und da wird uns hoffentlich keiner stören. Genau. Und wir warten jetzt halt noch, bis es dunkel ist, damit hier wenig Leute im Park sind und keiner sieht, wie wir das Lager da aufschlagen. Wir sind hier immer noch in diesem verlassenen Park. Es ist jetzt nach 11. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist nach 11, wir sind immer noch in dem Park. Es ist nicht verlassen, sondern hier ist immer noch relativ aktiv. Die Lichter sind an, das heißt, man sieht alles so ein bisschen. Aber wir werden jetzt mal unser Lager aufschlagen. Und in dem Motto, dass es alles gut wird, gibt es jetzt natürlich einen abschließenden Bottleflip. Das ist ja gar keine Frage, gell, Joscha? Also eigentlich das perfekte Versteck hier. In dem Sinne, eine gute Nacht.